So, hallo bei einer neuen Folge von der Grill-Junkie. Tja, heute bin ich nicht der Grill-Junkie, aber wir machen heute ein Küchenvideo mit Shrimps, weil der Junkie auf der Grillmeisterschaft ist und hier fischelt es ein bisschen, das kann ich eh nicht so machen. Wir machen heute eine Garnelenpfanne mit Nudeln. Jetzt gehen wir darüber und schauen mal an, was wir brauchen. Geschnittener Knoblauch, gewürfelte Zwiebeln, Shrimps, ein Brunch, Sahne, Salz, Pfeffer und ein bisschen Würzmittel. So, hier kochen bereits die Spaghetti. Wie man Nudeln kocht, ich glaube, das wissen wir alle. Dann gehen wir darüber. Braten wir erstmal die Shrimps an. Tada, die Pfanne ist noch nicht heiß. So, als erstes werden die Shrimps angebraten. Danach kommen der Zwiebel und die Knoblauch dazu. Genau, und dann schauen wir weiter. So, da kommen jetzt nur die Zwiebeln dazu. Und der Knoblauch, das wird dann noch mit angedünstet. So. Lecker. So, jetzt sind die Garnelen schön angebraten. Der Knoblauch und die Zwiebel sind auch schön gedünstet. Jetzt kommt noch einen halben Becher Brunch dazu. Der wird dann geschmolzen da drinnen. Dann noch ein Becher Sahne. Schön verrühren, bis sich der Schmelzkäse aufgelöst hat. Und dann Milch, Wasser. Einen halben Becher, je nachdem, Flüssigkeit muss man dann eh noch zufügen, je nachdem, was die Nudeln noch saugen. Ich hätte jetzt nur einen halben, guten halben Becher Wasser dazu. Da hast du einen Schluck, wenn es nicht reicht. Also mal aufkochen, würzen, haben wir ja schon gesagt. Salz und Pfeffer, Suppenbrühe. How much? So? Ja, so einen guten Teelöffel voll. Salz und Pfeffer. Und das ist nicht so viel. Nicht so viel, weil der Bohr mit isst. Nicht so viel. Pfefferstock, genau. Oh, jetzt läuft die Kamera an. Und dann kommen noch die Nudeln dazu. Oh, das riecht so lecker. Mehr? Nö, reicht. Also, das ist wie beim Junkie, da gibt es keine Mengenangaben. Machen wir einfach nach Gefühl. Und dann schön verrührt. Nochmal abgeschmeckt. Und schauen wir nur, ob die Flüssigkeit reicht oder ob wir nur einen Schluck Milch oder Wasser dazu geben. Und dann ist es fertig. So, hier wird das Essen angerichtet. Auf dem Teller. Probiere gibt es keinen. Das ist ein Junkie seine Aufgabe. Aber der isst es ja nicht. So, jetzt kommen wir noch zum Fazit. Mir hat es sehr gut geschmeckt, aber. Wäre schlimm, wenn das eigene Essen nicht schmeckt. Es war lecker. Es war sehr lecker. Es war genial lecker. Wie hat dir das Essen geschmeckt? War's gut? War's lecker? Ja, er hat ja genickt. Schatz, du fällst gleich runter. So, gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.